Jo, hallo und recht herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal und natürlich jetzt bei diesem Video. Dieses Mal Rise of Nations, die Extended Edition. Das Ganze ist jetzt von Steam, ähnlich wie Age of Mythology Extended Edition. Und ja, leider auf Englisch, aber das macht mir überhaupt nichts. Ich hoffe, euch macht das genauso wenig und ich will euch jetzt mal ein kleines Gefecht zeigen. Und zwar wirklich ein kleines, weil es soll ja auch nicht allzu lange dauern. Sieht meine Einstellungen hier. Start with small town. Ja, wir starten mit einem kleinen Dorf. Beziehungsweise mit einer Kleinstadt. With a small town. So. Ja, ich habe davor als die Griechen gespielt. Ja, ihr seht, wie in Age of Empires. Es gibt hier ein paar Fraktionen auszuwählen. Ich persönlich spiele jetzt mal die Briten. Ja, die restlichen Nationen werde ich zufällig generieren lassen. Die Karte habe ich auch auf Zufall. Ja, ich habe jetzt sehr weniger Lust auf Seeschlachten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache mal Random Land Map. Teams kann man irgendwie noch nicht einstellen. Ich meine, das Spiel ist, weiß nicht, vor 3 Tagen rausgekommen oder so. Gab es auch seitdem schon 3 Patches. Einmal kurz nach Release. Und 2 heute. Und ja. Gut, dann will ich auch gar nicht mehr lange hier verweilen im Bildschirm und starte erstmal. Ich sag's gleich schon mal vorab, das Spiel ist etwas anders als Age of Empires oder andere Spiele, die man so kennt. Hier seht ihr unsere Spezialeinheiten. In der Sahara kämpfen wir. Auf jeden Fall, ja, seht ihr ein bisschen so Bomber, Flugzeuge, alles gebaut. Ach ja, und ich habe jetzt auf Easy gestellt, weil ich will euch das Spiel erstmal ein bisschen zeigen. Vielleicht kommen später noch ein paar Battles mit höherer Herausforderung, nenne ich es jetzt mal. Wäre auch schon gleich mit Militärstufe nix. 120, what the? Okay, wir forschen gleich mal in Militärstufe 1. Du baust mir noch ein Feldchen. Ja, du bist von mir aus dran. Mir relativ geil. Ihr seht hier oben, Technologie kann man wegtun. Das hier ebenfalls, aber das habe ich ganz gerne drin, weil dann kann ich halt gucken, wie viel Karawanen und so, wie viel Arbeit ich wo habe. Ist ganz gut. Mir persönlich ist die Musik gerade mal ein bisschen zu laut. Ach stimmt, an den Grafiken habe ich noch gar nichts geändert. Ja, das tue ich jetzt aber nicht. Sehr egal. So dürfte das in etwa dann reichen. Du baust mir eine Kaserne. Wir kriegen mit den Briten pro Kaserne eine kostenlose Einheit Bogenschützen. Ein Langbogenschützen natürlich. Die Briten sind ja bekannt dafür, dass sie Langbogenschützen hatten im Mittelalter. Gut, jetzt sind wir noch in der Antike, deswegen sind sie auch, glaube ich, nur ganz normale Bogenschützen. Oder? Ja, wenn wir gleich sehen. Du baust mir... Ja, eigentlich brauche ich noch nichts. Ja, dann doch, du könntest mir ein Feld bauen. Nahrung. Nein, das sind ganz normale Bogenschützen. Wäre auch unlogisch, wenn sie jetzt schon hier mit ihren Langbogenschützen herkommen würden. Gut. Du baust mir dann auch noch... Na,
40. Was haben wir hier? 40. Naja, dann lass lieber mal. Dann hast du jetzt fürs erste Mal. Dann hast du jetzt fürs erste Mal nichts zu tun. Hier seht ihr im Steinschleuder. Hopliten, naja, das ist etwas unrealistisch, muss ich zugeben. Denn Griechen waren ja so die Hopliten. Und dann hier die Bowmen, also die Bogenschützen. Hier haben wir dann die Langbogenschützen. Dann können wir hier zu Phalanx upgraden und hier zu Plänklern. Jetzt, wenn wir das hier vorstellen, können wir eine zweite Stadt bauen. Könnt euch das ja alles ein bisschen durchlesen. Vorausgesetzt, ich lasse euch genügend Zeit überhaupt dafür, euch das durchlesen zu können. Das ist hier so die Grundvoraussetzung, sage ich jetzt mal. Hier haben wir einen Berg, das ist sehr gut. Aber brauchen wir noch nicht. Gut, dann werden wir unsere erste Stadt hier bauen. Ich will mich erstmal nach links und rechts ausbreiten und dann vielleicht nach vorne. Also hier links, rechts und dann hier vorne. Es gibt auch Diplomatie, die ich momentan noch nicht anwenden kann, weil ich die Völker noch nicht angetroffen habe. Und ja, wir können dann noch nicht ins zweite Zeitalter gehen. Ah, und wir haben auch noch keine zweite Bibliothek. Was ist das hier? Eine seltene Ressource? Kupfer. Haben wir denn schon einen Marktplatz? Sieht mir nicht so aus. Ich brauche einen Bürger. The British Ancient Age. 250 Food. Da baut ein einziger dran. Das ist natürlich nicht so optimal. Aber das ist mir egal. Wird schon irgendwann. Ah ja, und hier bilden sich auch Straßen in den Städten, wie ihr seht. Finde ich eigentlich ganz okay. Ist ganz cool. Das hebt das Spiel halt so ein bisschen von anderen Strategieablegern ab, wie ich finde. Ist zwar jetzt auch nicht das, was jeder so Strategiespiel nennen würde vielleicht, aber ich finde das hammergeil. So gesehen. Ja, weil einfach... Oh, danke. Weil es einfach... Es ist wie Age of Empires und so generell ist es eigentlich irgendwie viel besser, weil ich meine... Ihr seht ja... oder nein, ihr seht es natürlich nicht, aber werdet es im Laufe des Spiels sehen, dass es einfach so viele Zeitalter gibt und so viel zu erforschen. Und mein Gott, ey, ich freue mich einfach riesig. Ja, Karawanen bauen wir eine, weil wir bisher nur einen Handel treiben können und dann lieber noch einen Händler. Karawanen sind dazu da, Handel zu betreiben zwischen deinen Städten und auch zwischen verbündeten Städten, glaube ich, geht das auch. Und die bauen dann auch gleichzeitig Straßen. Jetzt, wenn ich hier draufklicke, kann ich euch gleich zeigen. Momentan tue ich sowieso noch nichts anderes als produzieren. Zumindest müsste das mal so sein. Ich habe nur ganz kurz einen kleinen Cut. So. Hier sind wir auch schon wieder. Ich werde, ja, seht ihr, da entstehen jetzt Straßen zwischen meinen einzelnen Städten. Dann werden sich auch, glaube ich, die Fußsoldaten und die, also die Infanterie und Kavallerie wird sich definitiv dran halten. Die Artillerie größtenteils auch. Je größer die AW ist, desto weniger halten sie sich halt dran. Ja, und die Lufteinheiten, die halten sich halt einfach in die Luftlinie. Die fliegen quer durchs ganze Land. Warte, bevor das Factory and Docks. Cost of Barrack Troops brauche ich jetzt mal eher. Ja. Da würde ich sagen, gehen wir ins nächste Zeitalter. Machen hier noch ein paar von denen hier. Tun dann die Longbowmans erforschen. Denn was anderes als Longbowmans würde ich eigentlich nicht wirklich brauchen. Denn die haben so eine große Reichweite, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Können ja viele von euch wahrscheinlich von Age of Empires. Und ja, jetzt haben wir die Classic erreicht. Jetzt können wir auch Minen bauen. 50, 50. Haben wir denn einen größeren Berg in unserem Territorium? Hier ist 80. Sehr gut. Ich habe auch noch einen Holzhacker für meine Bowmans. Ich hasse Sahara, da gibt es so wenig Holz eigentlich, ohne Witz.
hier mit nochmal zufrieden. 4. Da gibt es, glaube ich, 80. Das heißt, ich brauche hier nochmal so viel wie geht. Dann erforschen wir. Ach so, wow. Die erforschen sich ja von selbst. Nice one. Ich habe ja einen untätigen Dorfbewohner, finde ich sehr gut. Der Bob ist nämlich eine Universität. Die braucht man, um hier... Ach ja, genau, was ich vergessen habe. Mit dem Zeitalter, das wir erforschen, kommen neue Ressourcen zu. Ressourcen. Ja, und diese Ressourcen, die müssen wir halt auch sammeln. Gut, ich könnte jetzt in der Klassik auch schon einen Krieg anfangen mit irgendwelchen Stämmen bzw. Völkern. Aber ob das so viel Sinn ergibt, ohne Belagerungswaffen Städte anzugreifen, sagen wir es mal, das wage ich zu bezweifeln. Joa, ich denke, einer kann hier hin. Das ist voll, oder? Nein, ist es nicht. Ressourcen. Ich brauche mehr Ressourcen. Gut, dann geht noch einer. Hier wäre auch weit. Machst du nichts? Dann erforschen wir das hier und das hier. Wir haben jetzt nicht mal zwei Bibliotheken. Das müssen wir schnell ändern. Denn je mehr Bibliotheken wir haben, desto mehr Technologien können wir gleichzeitig erforschen. Lag. Und ja, das wird dann so ablaufen, dass... Ja, kein Plan. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie wir das machen. Aber... wird schon schief gehen. Habe jetzt auch einige Battles gemacht und eigentlich immer gewonnen. Aber ich finde echt so einen Kampf mit mehr als, ja, weiß nicht, 5 Gegnern. Beziehungsweise mit mehr als 4 Gegnern zieht sich ewig. Also das kann ja echt die Nerven rauben teilweise. Das ist schon richtig assi eigentlich. So, jetzt können wir zwei Technologien auf einmal erforschen, wenn wir denn auch das die Mittel dazu haben. Die Technologien kosten ja alle, was wir hier seht. Also das hier ist natürlich klar Nahrung, Holz, Metall, Münzen, also Geld und Wissen, ja, sind jetzt unsere momentanen Ressourcen. Wir haben 7 von 10 Forschen? Was ist das denn? Ein Scholar. Ich weiß gerade echt nicht, was das heißt. Könnt ihr mir in den Comments schreiben auf Deutsch. Ich bin zwar ein Englischmensch sozusagen, nennt mich ja der Flo, weil ich in Englisch übertrieben gut bin, aber perfekt natürlich auch nicht. Und das habe ich auch nie behauptet. Seht ihr, jetzt erforschen wir zwei Technologien gleichzeitig. Wir können schon eine neue Stadt bauen. Habe ich gerade so bemerkt. Und das werden wir auch gleich tun. Eine neue Stadt. Die werden wir hier... Na, hier ist nicht so schlau. Hier. Hier bauen wir unsere neue Stadt. Gut, das alles ist ja nur unbeanspruchtes Territorium. Das wird bald anders aussehen. Bald ist alles beansprucht. Und... boah, was? 120 Jahre, das geht schnell. Wir haben ja Handel schon Stufe 2, das heißt, wir verkaufen einfach Holz. So, dann haben wir das nämlich auch. Das müsste jetzt Mathematik sein, ja. Und dann gehe ich in das Zeitalter 3 nach Mathematik. Und ja, Beatrix Wilhelmina Armgard von den Niederländern. Sie sind uns freundlich und wohlgesonnen. 400 Reichtum für ein Bündnis oder halt für eine Allianz. Okay, ja, ich weiß nicht. Ich hatte im Vorspiel mit den Gr
Granary, also Kornkammer. Der Senat, den können wir auch bauen, und Sägewerk. Ja, bauen wir erstmal die Kornkammer, dann das Sägewerk, dann die Bibliothek und dann baust du mir noch den Senat. Der hat jetzt einiges zu tun und wir gehen ins dritte Zeitalter. Jetzt können wir auch schon Belagerungswaffen bauen. Brauchen noch ein paar Bürger, die uns unsere Sachen bauen, denn wir werden ziemlich früh in den Krieg ziehen, schon im Mittelalter. Den ich ja vor, so viel wie möglich zu expandieren. Und dafür brauchen wir jetzt militärische Gebäude an der Grenze zu den zu den Niederländern. Ich wollte jetzt schon Finnen sagen. Und da wurde mir mein Spiel minimiert. Sorry nochmal dafür. So. Hallo, Citizen. Was haben wir hier jetzt? Ich hoffe keine keine Belagerungswaffenfabrik. Stall und ja, das ist natürlich hervorragend, dass ich zwei Ställe gebaut habe. Aber hallo du. Ja gut, genau genommen ist es gar nicht so schlecht. Weil ich meine, ja gut, das wäre zwar besser gewesen, hätten wir es mit den Dingen gemacht. Mit den Kasernen, aber zwei Ställe sind ja auch nicht zu verachten. Das wird so mein Militärlager für die Finnen. Ja, wir haben hier jetzt den Kataphrakt, was eigentlich auch keine britische Einheit war, aber ist ja egal. Wir erforschen jetzt aber gleich den Ritter. We'll meet, you appear to be harmless, so we shall let you live in peace. Die Japaner? Mir aber um 400 more wealth. Ich warte mal noch mal ab, was die dritte Nation sein wird, und dann werde ich mich entscheiden, mit welcher Nation ich ein Bündnis haben will. Denn Bündnisse zu schmieden ist natürlich gut. Gut. So, jetzt werde ich entweder... Ich habe jetzt eigentlich vor, die Technologien auf die Stufe 4 aufzurüsten, bevor ich in das Schießpulverzeitalter gehe. Aber ich würde sagen, das sehen wir im nächsten Part. Denn ich werde das jetzt nicht auf einem Stück aufnehmen, weil ich habe ein bisschen wenig Zeit heute. Aber wir sehen uns dann im nächsten Part. Wenn ihr übrigens mehr hiervon wollt, also mehr als dieses eine Gefecht, was jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, 4 bis 5 Parts gehen wird. Falls ihr mehr davon sehen wollt, braucht ihr mir nur zu schreiben. Und wir haben die Deutschen, ja, dann ist ja ganz klar, mit wem wir ein Bündnis eingehen, mit den Deutschen natürlich. Was wollen die denn? 400 more Metal. Ja, Metal können wir ihnen geben. Dann geben wir ihnen 400 Metall. Und 200 Wealth wollen sie. Ist das jetzt hier ernst? Ich will aber ein Bündnis mit den Deutschen. Die haben Glück, dass sie so Sympathie bei mir haben. Jo. Jetzt kann ich euch auch noch kurz zeigen. Jetzt hier mal alles, was die Deutschen sehen. Hier ist Nürnberg. Nürnberg normalerweise. Hier ist Berlin. Und was haben sie noch für eine Stadt? Rostock. Gut, ja, jetzt hier mal alles, was die Deutschen haben. Die Deutschen haben auch schon ein paar Truppen. Was sind das hier? Barbaren. Ja, die Germanen waren ja generell so Barbaren. Wir haben sie Plänkler. Geritten Bogenschützen und auch Kataphrakte. Ja gut, dann sehen wir uns im nächsten Part, Leute. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und dann würde ich sagen, haut's rein!